Hey, wenn du hinter mir bist, ne, würde ich Angst haben. Hast du schon mal Hähnchen abbekommen während der Fahrt? Irgendwann ist immer das erste Mal. Und willkommen zu einem weiteren Motovlog. Ich darf nur hier rechts rein, okay. Okay. Ach, oh, Scheiße. Ich habe gerade gar nicht gecheckt, dass wir hier. Upsi. Ja, das war jetzt gerade alles planlos. Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Motovlog. Wir sind jetzt gerade bei KFC fertig. Wir haben unser Essen nicht ganz aufgegessen bekommen, ich weiß. Schande über uns. Hört ihr das Flattern der Tüte? Ja, richtig. Ich hab's mitgenommen. Auf dem Motorrad. Ja, also man darf ja nichts verschwenden, ne? Ich habe mir hier so ein paar Tüten, zwei Stück geholt und hab das mit den Tüten so festgemacht. Sieht ganz fancy aus. Ich hoffe, ich kann das irgendwie transportieren, ohne dass es abreißt. Weil das sind billig Plastiktüten. Stehe ich schon irgendwie hin. Was haben die denn da Schönes gekauft? Ein Freigehege für Hasen. Cool. Und eine Box, wo ein Hase drin ist. Haben die sich einen Hasen gekauft? Das kleine Kind hat sich einen Hasen gekauft. Oh, wann kriegen wir den Grün hier mal? Oh, meine Nase juckt. Ah. Jetzt haben wir Grün. Puh, die hat mir ganz schön Dreck in den Abgas in die Fresse geblasen. Also, Kim lebt auf jeden Fall gefährlich, wenn sie hinter mir fährt. Ach, warte mal, wir müssen erstmal. Warte mal. Wir müssen sowieso hier auf der Spur bleiben. Oh, ich fahre ein bisschen schnell. Ja, da ist. Die Tüte ist auf jeden Fall bei 60 km/h. Ist noch an meinem Arm dran. Wollen wir mal hoffen, dass es so bleibt, ne? Puh. Also der Motovlog wird jetzt daraus bestehen. Die Tüte muss, also ich hoffe mal, dass sie das Ganze überleben tut. Ich glaube, ab höherer Geschwindigkeit wird es kritisch mit der Tüte. Oh, es ist warm. Leder kommt hier ein Pulli und warmes Motorrad ist warm. Also sollte die Tüte abreißen, ist Kim hinter mir mit ein paar Hähnchenteilen beschmückt. Sind nämlich noch drei Crispies. Lecker Crispies. Übergeblieben. Und die können halt nicht so weggeschmissen werden. Die sind halt einfach viel zu geil dafür. Die will ich halt noch futtern. Zu Hause irgendwann, wenn ich wieder Kohldampf habe. Ey, wenn du hinter mir bist, ne, würde ich Angst haben. Hast du schon mal Hähnchen abbekommen während der Fahrt? Irgendwann ist immer das erste Mal. Oh, der Tunnel, ne, das ist ein Porn, ein Soundporn. Es vibriert richtig unter mir. Boah, ich mag Tunnel. Die machen immer gute Laune. Wenn man schlechte Laune hat, dann fährt man durch den Tunnel und hat wieder gute Laune. Zumindest wenn das Motorrad dementsprechend laut ist. Noch geiler sind Tiefgaragen. Tiefgaragen sind einfach Endstufe. Die sind einfach boah, perfekt. Also ich hab gar mehr Angst davor, dass die Tüte ans heiße Motorrad kommt und wegschmilzt, als dass die irgendwie vom Fahrtwind weggerissen wird aus meinem Arm. Das macht mir mehr Sorgen, weil mein Motorrad heiß ist. Wenn es an 100 Grad heißes Motorrad dran kommt, könnte es schlimmer enden. Dann verteile ich mein Fleisch hier überall in Bielefeld. Hört sich witzig an. Also finde ich gerade die niedrigen Geschwindigkeiten wahrscheinlich viel riskanter.
Weil da wird mein Motorrad heiß. Und die Tüte hängt dann direkt da neben dem Motorblock. Noch ist er heil. Noch ist da was drin, glaube ich. Na, bist du ein bisschen Hähnchen? Irgendwelche Leute fragen, ob die ein bisschen Hähnchen haben wollen. Aber ein Vorteil hat es, dass die Tüte neben so warmem Motor ist. Das Fleisch bleibt bestimmt warm. Sehr witzig, wenn es warm ist danach. Oh, Lundi! Labi! Oh, der sieht ja süß aus. Oh, der war ja süß! Oh, ich wäre am liebsten angehalten und hätte ihn gestreichelt. Doch, der sieht richtig goldig aus. Boah, hier ist so ein Stau, ey. Leute, ich will nach Hause. Ich will mein Hähnchen zu Hause abliefern. Noch ist es dran. Es hält sich wacker an meinem Arm, ja. Aber es ist noch eine kleine Weltreise, bis wir das Ziel erreicht haben. Junge, seht ihr das im Rückspiegel? Seht ihr das? Ah, Hustanfall. Die Tüte bläst sich so extrem mit Luft auf und die Chickenbox, die fliegt da so drin rumherum, so ein bisschen riskant. Ich will mein Hähnchen nicht verlieren. Ich überlege die doch lieber essen. Noch ist es, glaube ich, drin. Ja, es fühlt sich so an, als wäre es noch drin. So, wir sind jetzt hier. Ja, ist noch drin. Ist noch da. Ich bin stolz auf mich. Hast du gesehen, wie sich das mit Luft aufgeblasen hat? Ach, deswegen bist du so weit nach vorne gefahren, dass du es nicht abbekommst? Also wir sind jetzt gleich bei mir zu Hause. Wenn jetzt nichts weiter passiert, dann haben wir die Sache überlebt, würde ich mal behaupten. Also falls was passieren sollte, halte ich euch noch auf dem Laufenden. Kim fährt inzwischen vor mir, weil sie jetzt auch irgendwie anscheinend extreme Angst hat, dass jetzt auf dem letzten Stück, wo wir schon so 100 fahren, dass sie das dann in die Fresse bekommt, die schönen Crispies. Ja, da hat sie Angst vor, deswegen fährt sie jetzt vor. Wir haben es gleich geschafft, juhu! Mich würde ja interessieren, wie viel kmh diese Tüte ab kann, ne? Aber wie viel kmh die wegreißt. Ich würde tippen, bei so 140 wird die abreißen, glaube ich. Spätestens 140. Aber ich will das ehrlich gesagt gar nicht so ausprobieren. So, die letzten Meter vor dem Ziel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schaff das. Juhu. Juhu. Ja, ich hab's geschafft. Mein Hähnchen ist da. So ein bisschen Hähnchen. Hä? Hast du ja doch mitgekriegt. Das geht nicht, ich muss meinen Handschuh ausziehen. Das geht nicht. Nur wenn du es kaputt machst. Ja. Also, das Essen ist da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motorvlog, Leute. Tschüssi. Na? Ich weiß, ich habe gerade das Video beendet und du bist die Endcard. Super. Wolltest du noch irgendwas sagen? Dann hau drauf.